Hallo und willkommen zurück zu South Park, The Stick of Truth. Jo, oder zu Deutsch, der Stab der Wahrheit. Jep, wo sind wir? Ach so, wir hatten hier, glaube ich, zuletzt das Minigame gemacht. Ich muss mir jetzt erstmal hier wieder ein bisschen reinfuddeln. Oh, wir haben einen Steinhammer bekommen. Übel. Zweimal 134. Sind wir bei 268, da kommen wir ja, fast auch hin. Aber ich würde mal sagen, wir nehmen einfach mal den fetten Steinhammer. 25 Frostschaden. Oh, Schild entfernen ist natürlich sehr schön. Ich würde mal sagen, dass... Ach, das war der Steinhammer. Zusätzlich Schild entfernen ist immer gut. Dann legen wir den mal an. Das ist der perfekte Angriff, schwächt Schilder um 3 und Angriff entfernt zusätzlich 3 Schilde. Das ist doch schön. Eine SWAT-Kampfpanzerung können wir. Die Kopfpanzerung können wir auch tragen. Die SWAT-Weste geht. Duellsfähigkeit erhöhen, wenn du unter 15. Okay. 30 Rüstung hört sich auch gut an. Und die Einsatzhandschuhe. Na, das lohnt sich doch mal. Ah, ein tödlicher Boomerang. Na, den nehmen wir auch mal mit. Was haben wir hier drauf? 10 Schaden. Ich glaube, wir packen da mal die 50 Blitz noch oben drauf auf den Boomerang. So, dann nehmen wir hier die 50 Blitz. Den legen wir mit an. Gott, was wir hier alles haben auf einmal. Oh, eine Lederpeitsche für Mr. Sklave. Alabama Man, kenne ich nicht. Die afghanische Ziege. Ach ja, was wir alles da für einen Schund dabei haben. Perücken, Sonnenbrillen. Schläfenlocken, okay, die haben wir dran. Das Eierkinn haben wir auch. Sehr schön. So, was ist hier drauf? Wurfwaffe mehr Schaden. 10% mehr Schockschaden. Oh, 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 das klatsche ich auf meine SWAT-Rüstung drauf. Ändern. Und wo war das jetzt hier mit 50 Schaden? Angriffe mit Darkkraftwaffen fügen zusätzlich 50 Schaden. Ey. Na, wenn das mal nicht räumt. Und 4 neue Freunde. Yippie, ich freue mich. Tömme. Fähigkeiten. Hier haben wir sogar noch eine Aufwertung verfügbar. Was ist das? Können wir das auch noch dazu nehmen? Ach, das geht noch nicht. Schade. Erst ab Stufe 9. Komm, dann nehmen. Oder heben wir uns mal auf und warten. Ja, wir warten ab, was da kommt. Vorteile haben wir auch noch einen zur Verfügung. Ja, leck mich fett. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich hier nehmen soll. Nee, wenn du... Magische Angriff. Bei Feinden die bluten. Ach, nehmen wir das hier. Angewendete Debuffs, eine Runde weniger. Das ist, hört sich schon mal gut an. So, einmal hier kurz durchklicken. Hunter's Guide haben wir noch dabei. Schweinebärmann Defibrillator. Schwanzkäse. Oh Gott, was für ein Scheiß wir alles dabei haben. Finde neue Verbündete. Haben wir doch erledigt, oder? Geh ein Bündnis mit den Goss ein.
Isn't it great to finally know how much everything sucks? Make yourself at home. You're safe here. We're gonna go to the graveyard later and dwell on our own mortality if you wanna come. Okay, das haben wir ja schon. Ja. Dann schauen wir nochmal ganz kurz nach den Quests. Was haben wir denn jetzt? Schweinebärmann, Defibrillator, Versteckspiel haben wir, die Großwildjagd, Farmer Bill of the Farm. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier so ein bisschen was weg von. Haben wir hier schon alles erledigt? Okay, das haben wir erledigt. Sprich mit Kyle, gegen Cartman anzuschließen, gegen Kyle anzuschließen. Wir gehen erstmal hier zu Mr. McKays Lager, würde ich sagen. Mal schauen, was uns da so erwartet. Wir machen jetzt erstmal ein paar Nebenquests weg, weil jetzt nur die ganzen Hauptquests, das ist ja auch doof. Ich meine, so kann man mal schnell durchs Spiel rushen, aber was bringt uns das? Is it true you made an alliance with the Goth Kids? Ja, es stimmt. So, wo haben wir das Lager? Da. Ach, komm, hat sogar direkt dahin, das ist so schön. Ah, alles voll mit den scheiß Zombies wieder. Hände hoch! Ja. Ja, da wollen wir mal Zombies klatschen. Wollen wir gleich mal die neue Ausrüstung testen. Mein Arm fällt ab! Aua! Boah, wie haut denn der rein? Was soll denn der Scheiß? Aha, lässt deinen Dreidel zwischen Feinden herumspringen und entfernt alle getroffenen Feinden positiven. Aha. Macht das Ding auch Schaden? Oh, das ist immer schwer hoffen. Ach, da hat der Klick gefehlt, verdammt. Das zeigt alles perfekt an, super. Wen haben wir denn noch so dabei? Stan? Jawohl! Nee. Butters, einmal die heilende Berührung bitte. Und dann gibt's Ufe Backen. Scheiße! Probier ich's nochmal. Ach, ist nicht effektiv gegen den. So. Schneidesense hilft auch ein bisschen. Gibt's mal einen normalen Angriff hier? Jawohl! Ach du Lieber! Siehst du, den haben wir schon mal fast weg. So, der erste liegt um. Scheiße! Und nochmal mit dem Steinhammer einmal drauf. Mal gucken, einen harten Angriff. Autsch! 315, na, das ist doch mal was. Das lohnt sich ja richtig. Scheiße! So, 47, das muss jetzt mit dem nächsten Block müsste kaputt gehen. Ach, lädt er sich auch noch auf. Ach du Liebe! 100 Schaden macht das Ding. Okay, und blutet. Mein Unleben! Ja, dein Unleben. War das Wolfenstein 3D mit mein Leben? Doch, ich glaube, das war das uralte Wolfenstein. Mit meinem Leben. Dass ich so bescheuert angehört hat, wenn du da die NS-Offiziere umgelegt hast. So, wo ist was? McKays Einheit, genau, hier müssen wir doch hin. Ach du Scheiße. Kehrst du Mr. McKay zurück? Schon? Das war's? Ah, da oben ist ein Teleporter.
Na, das wollte ich nicht. Da. Gucken wir erstmal in die Tasche rein. Was haben wir hier? McKays. Oh, McKays Schlüssel. Wir können Mr. McKay mal einen Besuch abstatten, ne? So, dann dahin, dann kommen wir hier bestimmt da oben noch dran, ne? Begleiter befehligen, schießen, dann ballern wir den da so und dann passt das. Die anale Aliensonde. So. Ist hier noch irgendwas? Nee. Außer Müll, nicht viel. So, den haben wir auch. Das war nicht... Da war es schlecht, glaube ich. Da sollten wir erstmal nicht reingehen. Weiß gar nicht, wo was... Ach nee, das ist von Al Gore. Das war die Parzelle von Al Gore, die 204. Und was war hier hinten? Da waren wir hier schon mal drin. Ach, das ist hier die Chaoshöhle von Butters. Mr. Chaos. So, da haben wir das soweit. Was sagen die Quests? Da war noch irgendwas. Mr. McKay. Finden neue Verbündete. Die Ogerin. Neue Verbündete. Schweinebärmann? Wo war denn Mr. McKay nochmal? Okay. Ah, da unten im Center. Dann machen wir uns einfach mal direkt runter zum Center. Was ist denn hier? Ach so, Großwildjagd. Ich glaube, da kommen wir questmäßig aber nochmal hin. Oh, zumindest haben wir ja schon fast halt weggeklatscht. Hier kommen gar keine mehr. Ja, Mr. McKay hier, hallo? Okay, thanks, you threw that away from me? You might be thinking I still have a hoarding issue, but you'd be wrong. Okay. Would you like to be friends on Facebook? Und wieder einen neuen Freund, na, das ist schön. This calls for a very big PTA meeting. Gut, Mr. McKay ist jetzt nicht unbedingt, absoluter Traumfreund, aber... Wat mut dat mut? Brauch mal eh, von daher. So. Zombies. I decide what taco I should order first. Maybe I'll get them all. Wie die alle noch ans scheiß Taco Bell glauben, ey. Das ist so albern. Butter ist einfach so unschuldig, was in jedem das Bedürfnis weckt, ihm eine zu verpassen. Es ist doppelt wahrscheinlich, dass Feinde im Kampf ihn angreifen. Hat dann. Pelzige Freunde vertraut Kreaturen an Rum der Schönheit und wenn aha. Ach komm, nehmen wir mal den Kenny mit. Schnapsi! Scheiße! Greifen wir da mal an. Wollen wir einmal den Kenny austesten. So, lass mal die Herrschaften erstmal bluten. Schönen Tag! Scheiße! Alter! Der springt mehrfach hin und her. Wie mies ist das denn? Verzauberung? Was macht die Verzauberung? Scheiße, ich weiß nicht mehr, was die Verzauberung macht. Angewidert, pelzige Freunde. Ach, die angezeigt Taste noch drücken. Scheiße. Lol. Nein! Shit! Ach du Scheiße! Mein Gott! Und tot! Na super! Das mit dem, Einhorn, das muss ich glaube ich nochmal üben. Probieren wir gleich das nächste Mal nochmal aus. Wenn wir kurz vorm Gewinn sind erstmal. Das reißt Kenny direkt in den Tod. Can you keep a secret? Neither can. Immer muss es Kenny sein, Mann.
Star, Großwildjagd brauchen wir immer noch nicht. Schweinebärmann brauchen wir. Großwildjagd. Ah, oh, die Großwildjagd nervt so langsam. Die Ogerin. So, gehen wir Kyles Haus. Da schließen wir uns eigentlich. Schließen wir uns einfach mal direkt den Kyle an, weil wir sind ja leider ein Jude und Cartman hat am Anfang gleich gesagt, ein Jude, mit dem kann er nicht direkt befreundet sein, also Pech. Our territory is restored. I am honored to friend you, Dragonborn. The Well of Insight says your future is cloudy. Oh wait, that's Birdcrab. Our king may trust you, but that doesn't mean I have to. So, was sagt unser Händler hier? We elves craft the finest shit in the land. Irgendwas dabei, was sich lohnt? Ja, doch. 151 mal 3. Lohnt sich das jetzt, das Umstellen? 151 mal 3. Gut, das zerlegt zwar Schilde, aber... ablegen. Dann holen wir uns hier erstmal, würde ich sagen, eine neue Waffe. Langbogen brauchen wir nicht. Ausrüstung. Spielmannsuniform. Ja, theoretisch müsste ich das aber alles mal kaufen. Gut, lohnt sich aber im Endeffekt nicht, aber eigentlich brauche ich das wirklich nur für die Sammlung. Das heißt, ich müsste theoretisch für die Sammlung bei der Ausrüstung Frauenschlägerhammer, Druiden-Outfit-Hammer, das Hammer, Kloster-Bruder-Hammer, Waldelfen-Outfit-Hammer, Goss-Outfit-Hammer, Alien-Anzug, SWAT, keine Ahnung, einen knappen Outfit-Hammer noch nicht. Ja, theoretisch, wenn wir das wirklich alles vollständig haben wollen, müsste ich hier nochmal ein bisschen einsammeln. Wisst ihr was, bevor ich mich jetzt da irgendwo was anschließe, gehen wir erstmal beim Cartman vorbei, kaufen da alles, was uns noch fehlt. Sicher ist sicher. Versteckt sich ein Elf oder was? Was will der denn? Komm mal da hin. Komm mal nicht hin. Scheiße. Cooper Keep. Kaufen wir uns da erstmal alles zusammen. Ist jetzt nicht gerade sonderlich spannend und storytechnisch auch nicht wirklich relevant. Aber ich möchte das halt gerne irgendwie doch erstmal zusammenbekommen. The Grand Wizard said that I'm in charge of the shop now, because I sell my supplies. Bla bla bla. Waffen. Zeigt er mir auch an, was ich schon hatte? Ich meine, ich habe so viel Ramsch dabei. Klinge des Kriegers. Erstmal gucken im Inventar, bevor ich jetzt hier Sammelobjekte. Quests nicht Ausrüstung 30. Ich glaube, das muss ich wirklich alles kaufen. 30. Ja, bla bla bla, dein ewiges Sklaver. KK. Räusper, Räusper, Entschuldigung. Ja, komm, kaufen wir einmal alles. Wir haben's doch. So, von 30 auf Sammelobjekte, Ausrüstung 38. Ich hoffe, der zählt die ganzen Flicken nicht auch noch mit.
Welcome, weary traveler. Oh, dass ich immer so lange labern muss hier. Mach hin. Verkaufen. Was haben wir denn hier? Kram. Rostiges Rohr. Kann man eigentlich... Die Okama Games 4 könnte man eigentlich alle verkaufen. Fetzen eines zerrissenen Mantels können wir eigentlich auch alles verkaufen. Die Kacke, die gepinkelt hat, können wir auch fortmachen. DVD Fatty Du können wir auch wegmachen. Telefon für Telefonstreiche, naja. Sehen wir mal auf. CD, Glauben plus 1. Ja, nee, danke. Ist nicht meine Welt. Alte Schwämme weg. Die alten Baseballkarten auch weg. Ein rostiges Rohr weg. Die Gabeln alle weg. Die alten Baseballhandschuhe weg. Die Trucks weg. Die Philip Action Figur auch weg. Die Dildos sind echt gar nichts wert. Das ist ja eklig. Schamhaare. Uah. AIDS. Geflügelknochen können auch weg. Was haben wir denn noch hier? Die Elfenohren. Wo waren denn die Elfenohren? Eine Bassgitarre für $1? Sehr günstig. Haben wir nichts dabei, was mal ein bisschen teurer ist? Videospiel, ja komm, 4 Stück. Weg. Kopf der Pole-Statue, der mexikanische Klotzfrosch. Ein Dreidel. Oh, wir hatten echt so viel Krümpel. Ich habe gedacht, da ist mal ein bisschen was Wertvolles dabei. Fremder Bändiger, Fünf-Finger-Fister. Der Hammer. Was geschah mit meiner Schule? Verkaufen? Habe ich die KKK-Rüstung gar nicht gekauft? Egal, kauf mal jetzt alles. Kostümflicken haben wir noch so viele. Ach, herrje. Wenn ich so alte Waffen verkaufe... Mal gucken, nicht, dass er mir jetzt aus der Sammlung wieder rausgeschmissen wird. Ausrüstung 40. KKK hatte ich auch noch nicht. Scan-Outfit haben wir jetzt. Welcome, weary traveler. Would you like to see... Blub, blub, blub. Waffenaufsätze, Blitzsticker brauchen wir eigentlich nicht. Kostümflicken. Nö, brauchen wir eigentlich auch nicht. Gut, da haben wir das. Und dann machen wir uns mal direkt rüber. Ab zu Kyle war es, glaube ich, der da Probleme mit einer Ogre drin hat. Aber das Ganze machen wir erstmal in einer neuen Folge. Bis gleich.